Guten Tag, mein Name ist André Greul. Ich möchte heute mit Ihnen einen Blätterteig-Birnentart vom Grill herstellen. Die wichtigsten Zutaten dafür sind Birnen, Blätterteig, Nüsse, Marzipan, etwas Zimt, Weißwein und Zitrone. Als erstes stellen wir uns den Sud für die Birnen auf. Wasser mit Weißwein, Zucker, etwas Zitronensaft und das Ganze aufkochen. Jetzt schälen wir die Birnen am besten vom Stiel zum Blütenansatz und das durchgehend abschälen. Ja. Halbieren. An einer Seite lassen wir den Stiel dran. Und jetzt nehmen wir einen Kugelausstecher und entfernen das Kerngehäuse. Und das geht halt mit einem Kugelausstecher ziemlich schön. Der Blütenansatz wird jetzt noch mit einem Messer entfernt. Und dann haben wir eine gute Voraussetzung. So, und jetzt tun wir die Birnen im Sud langsam köcheln, bis sie weich sind. Nüsse werden jetzt fein gehackt. Den Marzipan versuchen wir von Anfang an dünn zu schneiden, damit es uns nachher leichter fällt, den Marzipan mit den Nüssen und dem Grand Marnier zu vermischen. Wir geben noch etwas Zimt dazu. Prima. So. Alles ganz gut mit einem Löffel oder einer Gabel fein zerdrücken, damit wir eine schöne, kompakte Masse haben. Den Blätterteig rollen wir jetzt aus. Wir müssen darauf achten, dass der Blätterteig nicht zu warm ist, schön kühl. Dann lässt er sich für uns leichter ausrollen, ja. Gut melieren und ausrollen heißt eigentlich ganz leicht mit dem Gewicht des Wellholzes nach allen Seiten langsam ausrollen. Nicht drücken, mit dem Gewicht des Wellholzes arbeiten, dann wieder über die Ecken fahren, damit das Ganze schön gleichmäßig wird. Ja? Die Dicke ist eigentlich nur zu ertasten. Wir machen vielleicht so einen halben Zentimeter mit Ausstechern. Tun wir jetzt die Größe bestimmen. So, jetzt haben wir schon wunderbare Blätterteig-Tarts. Hierauf geben wir jetzt so einen Teelöffel von der Marzipan-Walnussmasse. Gut. Die Birnen nehmen wir aus dem Fond und tropfen sie eigentlich gut ab, damit uns das Wasser oder der Fond von den Birnen nicht den Blätterteig-Tart aufweicht. Also gut abtropfen, auch mit einem Crepe vielleicht trocken machen. Wunderbar, schön. Je nach Größe der Birne können wir jetzt entscheiden, ob wir eine halbe Birne direkt drauflegen oder ob wir diese halbe Birne noch einmal vierteln. Diese Birne wird dann an der dicken Seite eingeschnitten, damit sie relativ flach auf dem Blätterteig drauf liegt. Und wunderbar. Das Ganze jetzt in den Grill bei 180 Grad auf die Steinplatte. Und zugedeckt ca. 15 bis 20 Minuten grillen. So, und dann haben wir eigentlich schon wunderbare Blätterteigtarts, die auch schön aufgegangen sind. Das Ganze jetzt mit etwas Puderzucker und Minze leicht garnieren und ein perfektes Dessert vom Grillen.